Dieses Spiel befindet sich seit über 15 Jahren in Entwicklung, aber bekommen wir in diesem Jahr endlich News? Bereits 2008 wurde Beyond Good and Evil 2 zum ersten Mal angekündigt. So richtig Hype gab es, als Ubisoft auf der E3 2017 einen Trailer zeigte und extrem viel versprach. Als Heiko Klinge den Chefentwickler Michel Ancel fragte, ob es denn Tag- und Nachtwechsel geben würde, meinte der so: Haben wir nicht direkt eingebaut, aber wir haben, naja, das Universum gebaut. Also ja. Und so wurde Ancel bei der Ankündigung gefeiert wie ein Rockstar. Vielleicht waren die Ambitionen aber auch zu groß, denn Ancel verließ 2020 das Unternehmen. 2023 sorgte dann der plötzliche Tod von Creative Director Emir Morel für einen Schock. Wie es jetzt aktuell um das Projekt steht, ist unklar. Hoffentlich gibt's in diesem Jahr mal wieder ein Lebenszeichen. Wenn ihr weitere Spiele sehen wollt, die dieses Jahr endlich mal wieder auftauchen müssten, dann schaut gerne unser langes Video dazu auf dem GameStar-Kanal.